Hallo, ich bin's wieder, Felix. Schön, dass du auch zum Mastery-Video wieder eingeschaltet hast. In diesem Video werde ich dir drei Aufgaben stellen, in denen du anwenden wirst, was du gelernt hast. Viel Spaß! Es ist nur dein ganzes Wissen zum Thema Runden gefragt. Schnapp dir ein Blatt Papier und einen Stift. Drücke kurz auf Pause und setze das Video fort, sobald du beides hast. Bereit? Dann geht's los. Runde die Zahl 23.502 auf Zehntausender. Schreibe die Stellenwerte über die Ziffern. Wenn du gerundet hast, versuche dein Runden zu begründen. Sprich es dabei gerne laut aus. Drücke auf Pause. Wenn du fertig bist, drückst du wieder auf Play. Vergleiche nun deine Lösung mit meiner. Ich habe zuerst die Stellenwerte darüber geschrieben. Dann habe ich die Zehntausender Stelle markiert und auf die Tausender Stelle geblickt. Dort steht die Ziffer 3 und deswegen runden wir ab. 23.502 ist gerundet 20.000. Wie hast du das begründet? Vermutlich in etwa so. Da 23.502 näher an 20.000 als an 30.000 liegt, runden wir auf 20.000 ab. Hast du ungefähr dasselbe gesagt? Toll! Dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Bei dieser Aufgabe musst du dich besonders gut konzentrieren. Los geht's! Elenas Oma bekommt eine neue Telefonnummer. Die Nummer lautet 294-4478. Elena hat in der Schule gelernt, dass sie sich gerundete Zahlen leichter merken kann und rundet die Telefonnummer auf 2.945.000. Hat sie richtig gerundet? Und war das sinnvoll? Nimm dir genügend Zeit und pausiere das Video, bis du fertig bist. Lass uns unsere Lösungen vergleichen. Zuerst habe ich mir die Rundung angesehen. Was wurde denn hier gemacht? Nachdem bei der gerundeten Zahl alle Ziffern nach der Tausenderstelle Nullen sind, hat Elena wohl versucht, die Zahl auf Tausender zu runden. Um das zu kontrollieren, habe ich mir bei der nicht gerundeten Zahl die Tausenderstelle markiert und einen Blick auf die Hunderterstelle geworfen. Dort steht die Ziffer 4. 4 sagt mir, dass ich abrunden muss. Elena hätte also nicht auf 2.945.000, sondern auf 2.944.000 runden müssen. Gut, die Rundung wäre damit also geklärt. Doch war das Runden sinnvoll? Wie du sicher weißt, muss man genau die richtigen Zahlen eintippen, um die Person anzurufen, die man anrufen will. Eine andere Telefonnummer erreicht eine andere Person. Telefonnummern darf man auf keinen Fall runden. Kommen wir zur dritten Aufgabe. Peter und Martina lesen, dass in den USA 340.092.699 Menschen leben. Peter sagt, das sind rund 340 Millionen Menschen. Martina antwortet, nein, das sind gerundet 300 Millionen Menschen. Wer hat denn nun recht? Schreibe die Zahl auf und versuche zu verstehen, wie die beiden gerundet haben. Drücke auf Pause und nimm dir genug Zeit. Wenn du bereit bist, drücke wieder auf Play. Ich gebe zu, das war ganz schön knifflig. Schauen wir uns Peters Vorschlag an. Er behauptet, dass 340.092.699 gerundet 340 Millionen sind. Da nach der 4 an der 10-Millionen-Stelle nur Nullen kommen, markiere ich mir diese und schaue auf die Millionenstelle. Dort steht 0. Wenn ich also richtig abrunde, dann erhalte ich 340 Millionen. Das heißt, Peter hat recht. Schlechte Nachrichten für Mati. Doch Moment. Martina behauptet, dass 340.092.699 gerundet 300 Millionen sind. Da nach der 3 an der 100-Millionen-Stelle nur Nullen kommen, markiere ich mit diese und schaue auf die 10-Millionen-Stelle. Weil dort 4 steht, runde ich ab und erhalte 300 Millionen. Martina hat also auch recht. Sie haben einfach nur auf unterschiedliche Stellen gerundet. Ich hoffe, du hast in diesem Lernzyklus viel dazugelernt und fühlst dich jetzt wie ein Profi im Zahlenrunden. Schau dir doch gleich ein paar andere Lernzyklen an. Viel Erfolg dabei!
Tschüss.